Hallo Freunde, ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe die letzten 6 Wochen kein Video mehr gepostet. Sorry dafür. Diese Abwesenheit hat Gründe. Ja, ich war die letzten 6 Wochen mit meinem Eigenheim beschäftigt, hatte ein renovierungsbedürftiges Zweifamilienhaus gekauft und hatte mir vorgenommen, die Hälfte der Renovierungsarbeiten selbst zu machen. Ja, das hat mir viel Zeit und viel Nerven gekostet, hat aber Spaß gemacht. Ist jetzt vorbei und ich kann nun Videos drehen, um euch solid Content zu liefern. Für diejenigen, die meinen Kanal zum ersten Mal besuchen, ich heiße Fabrice Zopop, bin Maschinenbauingenieur seit 11 Jahren, Experte für Struktur- und Strömungssimulation und bin gleichzeitig Immobilieninvestor seit 9 Jahren. Ja? Der Kanal Immogenie Akademie behandelt 2 Hauptthemen. Die finanzielle Intelligenz und das Investieren in Immobilien. Wenn du für diese beiden Themen interessiert bist, abonniere am besten meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Wenn du die Glocke dabei aktivierst, dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja? Wenn du meine Expertise brauchst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf dem Display zu sehen. Du kannst mich auch an deine Freunde und Familie weiter empfehlen. Kommentare sind herzlich willkommen. Ein Daumen hoch würde mich auch sehr freuen. Im heutigen Video werden wir uns mit dem Immobilienmarkt ein bisschen beschäftigen. Besonders mit der Frage, ob es einen Sinn macht, aktuell in Immobilien zu investieren oder nicht. Nach dem Intro geht's weiter. Ich habe hier ein paar Gründe zusammengestellt, die gegen eine Immobilieninvestition sprechen. In Ballungszentren sind die Immobilienpreise kaum gesunken. Das ist richtig. Ein Preisverfall bis zu 5% ist in Ballungszentren die letzten 12 Monate festzustellen. Und in manchen Lagen bis zu 10%. Das ist auch richtig. Das gleicht aber nicht den Zinsanstieg in diesem Zeitraum aus. Die Zinsen sind stark gestiegen, sodass man mindestens 7% Rendite erwirtschaften muss, um ein rentables Investment zu tätigen. Die Energiekosten sind brutal gestiegen, das ist auch richtig. Dazu kommen noch die CO2-Steuer für die Vermieter. Die Grundsteuer wird sehr wahrscheinlich erhöht nach der neuen Grundsteuerreform. Die nächsten Jahre werden Gebäude mit schlechter Energieeffizienz sehr wahrscheinlich nicht mehr zugelassen. Das ist auch richtig. Das heißt, große energetische Sanierungen müssen von Vermieter bzw. von Eigentümer vorgenommen werden. Durch die Politik werden die Vermieter immer mehr in die Kasse gebeten. Das ist auch richtig. Das sind genau die Argumente von denjenigen, die ohne Wissen in Immobilien investieren möchten. Das sind genau Ausreden von denjenigen, die sich mit dem Immobilienmarkt nicht beschäftigen wollen. Alle diese Gründe sind richtig, aber wenn du als Experte den Markt eintrittst, findest du garantiert Lösungen, um diese Herausforderungen zu meistern. Ja? Fangen wir mit dem ersten Grund an. Erster Grund: In Ballungszentren sind die Immobilienpreise kaum gesunken. Du brauchst in Ballungszentren nicht unbedingt investieren. Schau dir andere Standorte an. Es gibt B- und C-Lagen. Es gibt Speckgürtel von A-Lagen, wo die Immobilienpreise gesunken sind. Guck dir renovierungsbedürftige Immobilien an. Die sind günstig und du kannst sogar die Renovierungsarbeiten einpreisen, um den Kaufpreis, um diesen Betrag runter zu verhandeln. Das ist möglich. Wir haben aktuell einen Käufermarkt. Ja, die Nachfrage ist zurückgegangen und Verkäufer akzeptieren aktuell Preisverhandlungen. Ja. Ich habe Anfang dieses Jahres eine Familie begleitet, die ein Dreifamilienhaus für 280.000 Euro gekauft hat, obwohl das Haus für 360.000 Euro angeboten wurde. Ja? Wie war die Strategie? Die Strategie war sehr einfach. Ich habe
einen Gutachter beauftragt, der die Substanz geprüft hat, und anschließend hat er alles protokolliert, was im Haus gemacht werden muss. Ich habe seinen Bericht dann als Grundlage für die Preisverhandlung verwendet. Ja? Der Gutachter hat 500 Euro gekostet, aber mit seinem Bericht konnte ich den Kaufpreis um 80.000 Euro runter verhandeln. Ja? Hier musst du als Profi eintreten und solide Argumente platzieren, um den Verkäufer zu überzeugen. Zweiter Grund: Der Preisverfall gleicht den Zinseinzug nicht aus. Das ist richtig. Vor 2 Jahren lagen die Zinsen bei 1%, aber die Mindesttilgung lag bei 2%. Und die Immobilien wurden überteuert angeboten. Ja? Mit 3% Annuität musstest du mit einer längeren Kreditlaufzeit berechnen. Ja? Heute haben wir mittlerweile 4,5% Zinsen. Allerdings kannst du eine Tilgung von 1% mit der Bank vereinbaren, ja? Um ungefähr auf die gleiche Kreditlaufzeit zu kommen. Beim Kauf hast du kaum Konkurrenz. Ja? Du kannst dir eine Immobilie aussuchen. Du hast die Qual der Wahl. Du kannst den Kaufpreis runterverhandeln. Das ist möglich. Ja? Du kannst auch Sondervermietungsmodelle gestalten, wie zum Beispiel Wegevermietung, Airbnb, Monteurewohnungen, wo du ein Zimmer an 2 bis 3 Monteure vermieten kannst. Ja? Damit kannst du dann deine Rendite erhöhen. Ja? Außerdem sind die Zinsen Werbungskosten, die du steuerlich geltend machen kannst. Ja? Mit einem Spitzensteuersatz von 42% zum Beispiel bekommst du 2,1% Zinsen zurück pro Jahr, wenn die Zinsen bei 5% lagen. Ja? Aber dieser Steuervorteil sinkt über die Kreditlaufzeit, weil die Zinsen bei einem Annuitätendarlehen immer weniger werden. Ja? Ein Tipp von mir: Reduziere bitte den Kaufpreis, bis die Bankrate der Bankrate von 2 Jahren entspricht, und biete an. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du frische Angebote abgeben musst, um rentable Immobilien zu kaufen. Dritter Grund: Die Energiekosten sind brutal gestiegen. Das ist auch richtig. Ja? Energiekosten musst du als Vermieter vorfinanzieren. Aber diese Kosten trägt dein Mieter. Ja? Hier soll eine offene Kommunikation stattfinden. Du musst mit deinem Mieter klarkommen. Ja? Wie habe ich die Energieproblematik mit meinen Mietern gelöst? Ich habe allen meinen Mietern empfohlen, die Nebenkostenvorauszahlung um 50 bis 100 Euro zu erhöhen. Ja? Nach einem Jahr sind das schon 1200 Euro Reserve, damit ein gewisser Anteil der Nachzahlung abgedeckt wird. Ja? Hier musst du agieren, nicht reagieren. Ja? Vierter Grund: Vermieter müssen nun CO2-Steuer zahlen. Das ist auch richtig. Ja? Für die CO2-Emissionen gelten nämlich mehrere Regeln. Ja? Wenn das Gebäude in einem schlechten Energiezustand befindet, so muss der Mieter 5% und der Vermieter 95% der CO2-Abgaben tragen. Ja? Das wurde vom Bundestag am 10.11.2022 beschlossen. Bei gewerblich vermieteten Immobilien oder Denkmalschutzimmobilien ist zunächst eine 50% Teilung der Kosten vorgesehen. Also der Mieter 50% und der Vermieter 50%. Bei einem CO2-Ausstoß von mehr als 52 Kilogramm pro Jahr trägt der Vermieter 95% der Kosten. Zwischen 32 und 37 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Jahr ist eine 50-50-Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter zu betrachten. Bei einem CO2-Ausstoß von weniger als 12 Kilogramm pro Jahr trägt der Mieter alle Kosten. Du siehst also, du musst bei der Immobiliensuche auf die Energieeffizienz auch achten und gegebenenfalls einpreisen, wenn die Energieeffizienz schlecht ist. Ja? Solche Kosten musst du auch in deiner Kalkulation berücksichtigen. Wenn die Immobilie sich rechnet, dann rechnet sie sich. Entspricht die Immobilie deinen Erwartungen, dann einfach kaufen, nicht lange zögern. Ja? Jeden Tag, den du verlierst, kannst du nicht mehr nachholen. Die Immobilien erleben aktuell kurzfristig eine kleine Korrektur, werden aber langfristig gesehen teurer. Ja? Guck mal die Immobilienpreise in Nachbarländern wie Holland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Schweiz etc.
Im internationalen Vergleich sind die Immobilien in Deutschland unterbewertet. Fünfter Grund: Grundsteuer werden wahrscheinlich teurer. Das ist auch richtig. Die Grundsteuer wird eigentlich von deinem Mieter gezahlt. Ja? Das muss allerdings zuvor im Mietvertrag festgelegt werden. Das ist wichtig. Ja? Die Grundsteuer werden je nach Gemeinde variieren. Ja? Es gibt ja kein Schema F. Ja? Das hängt ja von den Gemeinden ab. Ja? Mit der neuen Steuerreform werden die Grundsteuerbeträge natürlich angepasst. Sechster Grund: Gebäude mit schlechter Energieeffizienz werden in der Zukunft nicht mehr zugelassen. Das ist immer von Vorteil, wenn du als Vermieter vernünftige Wohnräume mit guten Energieeffizienzwerten zur Verfügung stellst. Mit solchen Immobilien kannst du eine höhere Kaltmiete verlangen mit reduzierten Nebenkosten. Ja? Solche Immobilien sind attraktiv für Mieter. Ja? Dass Sanierungen die nächsten Jahre gemacht werden müssen, ist meiner Meinung nach auch kein Problem. Noch ein weiterer Aspekt: Sanierungen nach der 3-Jahre-Frist können im gleichen Jahr bis 42% je nach Steuersatz steuerlich geltend gemacht werden. Das heißt, wenn die Sanierung 100.000 Euro gekostet hat, kannst du 42.000 Euro steuerlich geltend machen. Und die 100.000 Euro für die Sanierung lässt du von der Bank finanzieren. Ja? Nach der Sanierung steigt der Immobilienwert und du kannst eine höhere Miete verlangen. Du siehst selbst, der Immobilienmarkt ist nicht tot. Auf dem Markt erlebt man aktuell zwar eine kleine Korrektur, die aber meiner Meinung nach kurzfristig ist. Wir haben auf dem Markt mehrere Variablen, die dein Investment nicht nur beeinflussen können, sondern auch Variablen, die du leicht steuern kannst. Ja? Nämlich der Zins, die Tilgung, der Kaufpreis, das Eigenkapital, die Lage, die Wertsteigerung, die Inflation, das Aufwertungspotenzial der Immobilie und dein Netzwerk. Ja? Die Gründe, die ich in diesem Video genannt habe, sind eigentlich keine Probleme, sondern Herausforderungen. Ja? Für jede Herausforderung gibt es Lösungswege bzw. Umwege. Ja? Um aktuell rentable Immobilieninvestitionen tätigen zu können, brauchst du die notwendige Expertise. Das ist wichtig. Ja? Lass dich deshalb begleiten, wenn das Wissen dir fehlt, oder lass dich einfach ausbilden. Wenn eine Immobilie sich rechnet, dann rechnet sie sich. Du brauchst nicht lange zögern, um zu kaufen. Im Vergleich zu den letzten 3 Jahren musst du dein Investment richtig kalkulieren. Dein Risiko musst du richtig und genau einschätzen, bevor du einen Cent investierst. Ja? Du musst professionell eintreten, um am Ende des Tages fatale Fehler zu vermeiden. Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, du konntest von meinem Wissen profitieren. Wenn du solche Videos immer wieder anschauen möchtest, abonniere am besten meinen Kanal. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Somit bekommst du eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Schreib mir einen Kommentar, wenn du Anmerkungen hast. Ich würde mich auf einen Daumen hoch auch freuen. Ja? Wenn du meine Expertise brauchst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf dem Display zu sehen. Du kannst mich auch an deine Freunde und Familie weiterempfehlen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Das war Fabrice von Immogenie. Ciao.